Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Dead by Daylight und einer unserer Mates hat sich diese Map gewünscht. Und wir haben... Wenn sie Undying hat, sieht sie mich. Sie scheint kein Undying zu haben. Ist ja schon mal was. Ja. Die Map gibt's ja nicht mehr lange. Ne? Die ist nur noch bis zum 13. November, wenn mich nicht alles täuscht, im Spiel. Kurz geguckt. Ist zu, Leute, ist zu. Ich wollte gerade sagen, nur kurz geguckt, ob da irgendwie ein Totem oder sowas ist, oben. Das Totem ist weg. Ja, ist hier noch ein Totem? Irgendwie müssen wir jetzt ja die Zeit überbrücken. Weil die wird halt da jetzt irgendwo unterwegs sein. Oh, wo ihre Generatoren frei sind. Kein Ruin. Immerhin. Ach so, und ganz vergessen. Wir versuchen die Naked Challenge. Natürlich. Oh Mann, das mit dieser Naked Challenge. Das zieht sich. Ich sag's euch. Ich habe jetzt aber fast wieder mal eine Woche nicht gespielt und hoffe, dass sich das irgendwie gebessert hat hier mit DBD. Sie hat mich doch gesehen. Leute, ihr könnt mein Gen weitermachen. Oh, der ist auch weit. Jetzt hat sie uns so ein bisschen am Sack. Ich gehe mal gucken, ob hier ein Medikit in der Kiste ist. Ich glaube, die Jill wollte mich auch heilen, aber ich wollte dort erstmal weg. Und dann ist sie mir nicht mehr gefolgt. Leon, ey, du bist so laut. Ah.
In einer der letzten Folgen habe ich übrigens noch gesagt, oh mein Gott, die Naked Challenge ist so viel schwerer als die Adept Challenge. Ja, ist auch klar, aber bei der Adept Challenge habe ich mir immer schön Medikit mitgenommen. Das habe ich halt hier jetzt nicht. Da ist ein Totem gewesen. Ah. Ich glaube, wisst ihr, das ist immer so. Ich denke, ja, nick erstmal, genau. Ich denke immer so, ja, gut, die ist bestimmt jetzt vorbei. Ich gehe jetzt hier lang. Dann renne ich den Killern immer genau in die Arme. Quentin, das wäre deine Chance gewesen. Oh oh. Also geht zum Jen. Halt retten. Finden wir jetzt hier noch irgendeine Kiste? Ich weiß nicht. Aber ja. Oh, wirklich jetzt. Ich riskiere immer wieder mein Leben. Wo ist Quentin? Hilfe! Shit. Oh Gott, sie hat keine Nurses Calling. Wir können einen Hit nehmen, wenn sie keinen Nöt hat. Leute! Ich fass es nicht! Wir sind ernsthaft rausgekommen! In der Naked Challenge! Aber die Mates waren auch gut. Ich habe das Gefühl, ich habe voll abgekackt. Ich habe bestimmt die wenigsten Punkte, weil ich nichts weiter gerissen habe. Sag ich ja. Aber es ist mir egal, ich bin raus. Yes, sir. Das ist das, was zählt. Und das ist das, was ich jetzt ehrlich mal gebraucht habe. Es hätte ja nicht sein können, dass ich hier jedes Mal sterbe, wenn ich keine Perks mitnehme. Und ich weiß leider nicht, was der Killer dort gerade auf Russisch schreibt. Deswegen werde ich da etwas drüber basteln. Weil ich nicht möchte, dass es Ärger gibt mit YouTube oder so. Aber wir sind rausgekommen.
Gott sei Dank. Gut, in diesem Sinne. Dann spielen wir Samstag doch mal wieder eine normale Runde mit Talenten und gucken mal, wie es dann läuft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Dead by Daylight sehr gerne wieder. Bis dahin, macht's gut!